Die zwei schönsten Dinge sind einfach die Flexibilität und ich einfach eine gewisse Eigenverantwortung habe und mir einfach viel zutraut wird. Was ich mit Menschen zu tun habe und der Werkstoff halt. Für mich ist ein Problem eigentlich keine Schwierigkeit, für mich ist es eher Herausforderung, das zu lösen. Manuel, Thomas und Jonas sind Teil eines der größten Sägewerke Österreichs. Mit rund 110 Mitarbeitern werden bei Rubner Holzindustrie in Rohrbach an der Lafnitz pro Jahr etwa 330.000 Festmeter Holz verarbeitet. Der Rohstoff selbst stammt überwiegend aus der nahen Umgebung. Das spart Transportwege und damit CO2. Die Regionalität in der Rohstoffversorgung, aber auch weitergedacht natürlich, dass wir auch die Mitarbeiter und die Wertschöpfung möglichst hier am Standort haben wollen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf konstruktives Rahmenholz, also Bauholz in unzähligen Ausführungen. Der Großteil der fertigen Schnitt- und Leimhölzer bleibt im Konzern. Der Rest wird vor allem an österreichische Holzbauunternehmen verkauft. Nebenprodukte wie etwa die Baumrinde werden zum Heizen der 10 Trockenkammern verwendet. Manuel ist seit 7 Jahren im Unternehmen und für diesen sensiblen Bereich verantwortlich. Die Holztrocknung ist der komplizierteste Arbeitsgang der Holzindustrie. Es ist sehr wichtig, um den Holzwerkstoff verleimfähig zu machen bzw. die richtige Holzfeuchtigkeit zu bringen für den gewissen Verwendungszweck. 4 bis 12 Stunden trocknen die Hölzer. Dass die Anlagen dafür auch störungsfrei funktionieren, dafür ist Jonas im 3. Lehrjahr ständig am 14 Hektar großen Firmengelände unterwegs. Ohne uns wird eigentlich alles nicht gehen, weil irgendwo eine Störung oder so ist. Müssen wir auch raus und schauen, was ist das Problem und die Fehler finden, schauen sie an, wie es schon möglich wieder läuft. Als Schichtleiter in der Säge muss auch Thomas ein wachsames Auge haben. Gemeinsam mit seinem 12-köpfigen Team dreht sich bei ihm alles um den richtigen Schnitt. Zuerst kam bin ich durch einen Zufall, durch einen Viralschopfball, der war ausgeschaltet. Das hat mich interessiert, ja, und dann war es eigentlich gleich klar, ja. Das hat mich Bock drauf. 100% des Rohstoffs Holz werden hier verwertet und das mit 100%igem Einsatz. Wir können wirklich mit Stolz behaupten, dass die Mitarbeiter, die bei uns anklopfen, wirklich Herzblut dabei haben.